Letzter Versuch, meine Damen und Herren, hier bei diesem Spiel so viel Geld abzustauben. Nutzen Sie die Chance, hauen Sie die voll. Na bitte, hier ist der Stefan von Money Express. Wer ist denn bitte am Telefon? Ja, der Volker aus Hannover. Hallo Volker, schöne Grüße nach Hannover. Was haben Sie denn noch? Morgen. Der Morgen, sehr gut, den haben wir noch nicht gehört, aber ist nicht dabei, so meine Damen und Herren. Ich löse das nachher auf. Wir gehen zu einem neuen Spiel. Jetzt gucken Sie mal bitte hier an diese Wand. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gespielt haben. Ich glaube, das ist ein ganz neues Spiel. Also ich habe es noch nie gespielt. So, das Erste, was ich ändern werde, ist, wir wechseln vom Hot Button in den Leitungsmodus. Das heißt, wir kriegen jetzt hier ein paar offene Leitungen. Wie viele, Regie? 4 Stück? Das ist die 2, die 6, die 10 und die Leitung Nummer 14, meine Damen und Herren. Und zugeschlagen. Hier ist Stefan von Money Express. Wer hat es geschafft, bitte? Helga aus Stuttgart. Detektiv. Grüße Sie. Was haben Sie? Detektiv? Ja. Sehr gut. Und was noch? Wir brauchen noch einen zweiten Beruf, bitte. Und, haben Sie noch einen? Nee. Detektiv war super. Detektiv, können wir das bis 2:30 schaffen, meine Damen und Herren? Ja, 2 Berufe noch ohne R. 8 Studioleitungen, jetzt ran ans Phone. Und es klingelt schon wieder. Sehen Sie, bei 8 Studioleitungen wundert mich das gar nicht. Hier ist der Stefan von Money Express. Guten Morgen. Hallo. Ja, Frank ist dran, hallo. Frank ist dran, grüße Sie. Ja, ich habe denn 2 Berufe. Da bin ich gespannt, ohne R, was denn? Ja, das ist einmal der Polizist und einmal der Publizist. Bitte? Einmal der Polizist von der Polizei und einmal der Publizist. Ja, sieht gut aus, die passen. Man kommt leichter drauf als auf Wanderschiss und Publizist. Das heißt ja nichts. Das gibt's nicht, da ist jemand. Stefan hier, guten Morgen bei Money Express. Weg. Siehste, legen auf. Freunde, Leute legen auf, das bringt nichts. Komm her, ich leg noch Geldpakete drauf. 10 Stück, 3, 2, 1, los. Nein. Da ist jemand, ich glaube es nicht. Hier ist der Stefan. Guten Morgen bei Money Express. Hallo. Hallo? Ja, mit wem spreche ich da? Verena. Verena, ich fasse es nicht. Sie haben tatsächlich noch 3 Berufe gefunden, die kein R enthalten. Mhm. Ja, dann bin ich gespannt. Schießen los, bitte. Der Detektiv von eben, der Chef und der Pilot. Detektiv, was war das Zweite? Chef. Chef. Chef ist kein Beruf. Chef ist leider kein Beruf. Das ist eine allgemeine Bezeichnung von jemandem, der in einer Firma arbeitet. Ja, das ist ja genauso wie Azubi oder so. Aber warte mal, 2 Berufe hat sie doch genannt, jetzt die würden noch gehen, ne? Tja, und jetzt, meine Damen und Herren, was machen wir nun? Wissen Sie was, wenn Sie noch einen dritten Beruf dazu haben, wenn Sie jetzt aufgepasst haben, dann ist das vielleicht ein leichteres Spiel für Sie. Sie kriegen 12 Geldpakete. Ja, also nochmal 2 oben drauf, dann nehmen wir einfach diesen Stapel hier, den kompletten Stapel. So. Ich esse ja schon aus Verzweiflung 1 von diesen Kaubonbons nach dem anderen. Nachher habe ich die ganzen Blompen draußen. Hier ist der Stefan, guten Morgen. Hallo, wer ist am Telefon bitte? Aufgelegt. Siehst du, die Zuschauer haben keine Lösung mehr, Freunde. Mal kurz hier. Weißt du was, ich streiche einfach einen Beruf nicht. Dann legt da noch Geldpakete drauf, Herr Freundchen. Ja? Welche nehmen wir? Allerdings, meine Damen und Herren, kann es passieren, dass Sie die Leitung zum falschen Zeitpunkt treffen. Dann das Telefon nicht wegwerfen, bitte. Denn Sie werden registriert und haben natürlich die Chance, am Ende der Spielrunde nochmal ausgewählt zu werden. Ne? Und ebenfalls mit der Lösung abzukassieren. Sag mal, wollen wir das nicht schon mal auflösen von vorhin mit den Automaten, damit wir das vom Tisch haben hier und uns gleich hier auf das andere konzentrieren können? Also, liebe Zuschauer, wir hatten vorhin ein Spiel mit Automaten. Da haben wir Automaten gesucht mit A, die ein A enthalten. Ja, was noch dabei gewesen wäre, wäre Barré. Hier, alle gesehen? Ja, fein. So. Barré auf der Nummer 7, ja, sind natürlich auch ein paar schwierige dabei gewesen, muss ich sagen. Barroso, ja,
Kauf dir doch mal ein neues Auto, mein Kollege. Wie wär's denn mit einem Darmon? So, was haben wir noch? Die Nummer 3. Achtung! George Irat, oder wie heißt die Karre? Kenn ich nicht. George Irat ist französisch. Und? Französisch. Germain wäre noch dabei gewesen. Hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Germain, ich hatte kein Französisch. Ja. Das waren die Automarken, die wir noch hatten vorhin, meine Damen und Herren. Und? Achtung! Ich hoffe, Sie haben zwei Berufe parat. Herzlich willkommen, hier ist der Stefan von Money Express. Guten Morgen, wer ist dran, bitte? Ja, Sophia. Sophia, Ihre Berufe brauche ich ganz schnell. Homöopath. Homöopath und? Ja, Visagist und Schweißfachmann. Sie haben schon gewonnen, 750 Euro, Sophia. Herzlichen Glückwunsch, bleiben Sie dran, ja? Ja, danke. Allen anderen wünsche ich eine gute Nacht, meine Damen und Herren, bis bald. Bleiben Sie gesund und schönen Dank fürs Mitspielen. Tschüss, sagt Ihr Stefan.